Sogar. Ja, ihr hört schon an dem Wort. Um was geht's jetzt, Alter? Scheiße. Fuck. Nein, es wird auf jeden Fall mal Zeit, wieder ein paar Leute auf den Boden der Tatsachen eigentlich zurückzuholen. An alle Leute, die jetzt irgendwie versuchen wollen, mit Meinungsblogs anzufangen, betitelt euch nicht als Meinungsblogger. Wär jetzt mal so ein kleiner Tipp von mir, weil sonst werdet ihr mit solchen Leuten gleichgesetzt. Ein sehr großes Problem, was ich sehe. Es ist irrelevant. Meine Meinung zu Fortnite-Montagen. Was sollst du denn da für eine Meinung zu Fortnite-Montagen haben? Krass, gefallen die dir oder was, Alter? Die ganzen Leute, die so aus dem Boden sprießen eigentlich, so die ganzen Meinungsblogger jetzt, die mittlerweile dazukommen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum die Leute jetzt alle anfangen wollen mit Meinungsblogs, vor allem, wenn die jetzt alle solche Anime-Avatare haben. Wie gesagt, ich habe schon mal... Ich verstehe es übrigens auch nicht, dass mit diesen Anime-Avataren, wer das eingeführt hat, also generell, wer überhaupt Animes schaut... Okay, nee, ich sag jetzt nichts dazu. Erstens wäre ich jetzt wieder gehasst von meiner Community, weil alle, die im Internet sind, die feiern eigentlich Anime. Aber ja, ich soll es lassen. Ich verrenne mich hier bloß in Dinge, da möchte ich mich gar nicht verrennen, Leute. Mal rausgehauen. Anime-Avatare gehen mir so hart am Arsch vorbei, aber ich find's lustig, drüber Witze zu machen, weil Anime-User sind wirklich leicht zu türen, Bruder, schön, also ein großes Problem, was ich mal in dieser Szene sehe, weshalb ich... Was hast du gesagt, du Fischkopf? Guck, das sind die Reaktionen, die ich dann schon mittlerweile erwarte, wenn ich gegen Anime bin. Alter, so stark einfach. Du rauchst eigentlich nicht. Die steht halt einfach nur da. Real Talk jetzt, die stand einfach nur da und ich habe da einfach mal Liquid reingemacht. Und dann habe ich mal geguckt. Ich finde es einfach mal entspannend. Aber ich glaube, ich habe jetzt bisher in den letzten 3 Streams, würde ich jetzt sagen, 7-mal drangezogen. Ja. Pro Stream 2-3 Mal vielleicht und das war's. Ob ich jetzt eigentlich den Punkt fühlen kann, wieso man eigentlich aus dieser Scheißszene raus will, ja? Leute wie Dude mit Maske und so, die identifizieren sich nicht mehr als Meinungsbürger, weil sie eigentlich nicht mehr mit solchen Leuten gleichgestellt werden wollen. Es sind im Endeffekt nur Kritiker, einfach nur Kritiker in Form von Videos, fertig aus Ende, ja? Ich war mit Budinger.mp4 nie so wirklich ein Meinungsblog-Kanal. Warum ich das nicht wollte, ist halt einfach so einfach mal der Grund, dass diese Szene sehr toxisch ist, sehr, sehr toxisch, muss man sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wieso. Leute machen Videos gegen sich, machen keine gesellschaftlichen Themen, was ich eigentlich sehr, sehr interessant finde, muss man sagen. Klar, ihr könnt ruhig eure Videos über Fortnite-Kanäle und was weiß ich alles bringen, ja, oder gegen euch selber, ist ja kein Problem, könnt ihr ja alle machen, aber das geht halt ordentlich auf den Sack, also for real, ne, als hättet ihr alle keine anderen Ideen. Ihr kritisiert euch alle selber, ist halt einfach mal so das Ding, warum? Jason Meinungsblog, der schlechteste Meinungsblog. Der schlechteste Meinungsblock. Jason Meinungsblock, der schlechteste Meinungsblock. Meinungsblock, Hashtag 4. Alter, lol. Kollege, kann man eigentlich nur 3-mal Meinungsblock in einem Titel haben, ne? So, for real. Allgemein, wer ist Jason Meinungsblock? Und das ist... Ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher Fan von Videos. Also, ich mag Real Talk-Videos, ja. Aber so mehr der strukturierte Mensch bin ich so. Ja? Ich feiere das, wenn es strukturiert ist. Irgendwie habe ich jetzt nach 2 Minuten noch nichts mitbekommen, außer dass manche aus der Bubble einfach zurecht rausgehen wollen. Ja, weil man sich nicht mehr mit dieser Szene identifizieren kann. So, nach 2 Minuten, aber das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch in einer Sekunde sagen können. Oder wahrscheinlich jetzt gerade in der Zeit sagen können, was ich gerade eben gemacht habe. Wir trinken jetzt erstmal drauf einen Schluck Mandarine. Also wie gesagt, also ich muss sagen, ich habe kein Problem mit Badinger. Ich finde nur seine Videos manchmal ein bisschen sehr zäh. Das ist halt auch schon das Thema. Sau viele Leute sind so irrelevant. Die kennt man einfach nicht, weil die alle nur um die 100, 200, 300 Abos haben. Ja, die ganzen kleinen Meinungsblogger da draußen. Und die machen alle so Videos gegen sich und pushen damit ihre Zuschauerschaft, ja. Ganz ehrlich. Und sagen dann halt so Sachen wie... Die sehe ich noch nicht mal großartig als Meinungsblogger, sondern die sehe ich einfach als... Ja... Kanäle, deren Existenzberechtigung jetzt eher weniger am Start ist, aber die sollen halt ihre Scheiße machen und mich damit in Ruhe lassen. Wie, ja, du bist irrelevant. Ich hab dich total zerstört. Ich kann dich argumentativ zerstören. So, das sind halt so Standardaussagen von diesen Menschen, ja. So, Jason Meinungsblog, der schlechteste Meinungsblog, what the fuck, der Titel, what the fuck, wer ist das und what the fuck, warum das Video, ja. So, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube, manchmal oder sogar sehr oft kommen diese Videos nur, weil private Differenzen stattfinden. Und diese privaten Differenzen könnte man auch privat klären, weil sie privat sind, ja. Haben wir noch öfters bei Leuten wie Kluter gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass dort... Zum Beispiel bei dem Ding mit Luciana und so weiter, war es auch viele Klicks gegeben. Ja, cool, der guckt sich ja jedes Video von Kluter an.
ist Kluter krass oder wie? Ist Kluter ein krasser YouTuber? Einige haben gesagt, oh, guck dir mal Kluter an, guck dir mal Kluter an. Ich habe bisher noch nicht einmal Kluter angeguckt, ich soll es wahrscheinlich dringend machen. Aber er guckt sich einfach jedes Video von Kluter an. Wahrscheinlich ist er echt ein mega heftiger Kanal, ja. Viele Klicks gebracht hat. Da waren es private Differenzen, ja. Da waren es einfach private Differenzen, die einfach in die Öffentlichkeit getragen wurden. Zu Kluter kommen wir dann gleich. Auf was ich jetzt noch eingehen will, ist einfach ein Tipp an alle Meinungsblogger. Es ist schon vorprogrammiert bei einem kleinen Meinungsblogger, dass der ein Video über KuchenTV oder größere Leute macht. Es ist schon irgendwie vorprogrammiert, muss man wirklich sagen, ja. Das sind meistens Kanäle, die nicht mal die 100 Abos haben oder sonst irgendwas und dann meistens ein Video nur über eine größere machen, damit sie halt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist so quasi der Startpunkt von manchen Kanälen. Oder die Leute machen Videos gegen sich selber. Denn das ist der Hauptcontent von diesen Meinungsbloggern, beziehungsweise, wie man sie auch nennen mag, Kanalzerstörer. Zumindest wurden sie damals so betitelt und ich würde auch sagen, dass dieser Begriff auch auf die Leute wirklich passen könnte. Muss man halt wirklich sagen. Für mich sind Kanalzerstörer richtige edgy Typen. Die sind einfach da und machen Videos gegen andere Leute, weil sie anscheinend nichts anderes haben, über was sie labern können. Wobei man einfach sagen muss, also er hat noch einen Schriftzug gemacht mit Es ist Lost und das, worüber gesprochen hat, war, wenn man halt über größere YouTuber ein Video macht, über KuchenTV, über irgendwelche anderen Meinungsblogger, ja, die größer sind. Das Ding ist halt, ich würde noch nicht mal sagen, dass es Lost ist. Ich glaube, das ist sogar relativ schlau, um seinen Kanal ein bisschen hoch zu pushen, weil die Leute wissen ganz genau, dass wir drauf reagieren. Dadurch werden wir, oder dadurch bekommen sie mehr Reichweite. Und wenn du auch Videos zu gehypten Themen machst, dann bekommst du einfach mehr Reichweite und es ist ja eigentlich an sich schlau auf dem Thema einzugehen, was halt relativ viral geht, ja. Also mein Kanal, den habe ich ja auch aufgebaut und ja, oder auch viel Aufmerksamkeit bekommen, einfach weil die Themen oder auch die YouTuber relativ groß waren und dadurch hat man halt auch den einen oder anderen Abonnenten dazu bekommen. Also dementsprechend, das ist ja nicht mal Lost, das ist sogar relativ schlau. Es ist nur Lost, wenn man die Leute einfach mit schlechter Qualität und billigen Argumenten einfach nur sinnlos fronten will, weil dann schafft man sich viel Hate auf seinen Kanal. Könnten. Und wenn dein Content wirklich nur darauf aufbaut, dass du gegen andere Leute Videos machst, ja, also das heißt, wenn du einfach Hass verbreitest. Es gibt wirklich Leute, die verbreiten einfach nur Hass. Das kann ich so sagen. Das ist einfach so, ja. Und es gibt auch Leute, die es richtig machen. Richtige Kritik und so weiter und so fort. Fuck. Das sind einfach wieder diese kleinen Kanäle, die so über die 100 Abos haben oder so und Videos über sich selber machen. Und entweder total den Hate abbekommen und dann gibt's wieder so einen fetten Beef und der schaukelt sich immer weiter hoch, dass private Chat-Verläufe geleakt werden, dass allgemein Daten geleakt werden von Leuten. Ist ja nicht das erste Mal, dass sowas vorgekommen ist, ja, wenn man private Differenzen mit einer Person hat, ja. So, und dann wird das Ganze in einen Circle Jerk Discord oder sonst irgendwas reingeschrieben, dass man die Person oder die Person ja richtig hart doll hasst, ja, dass man die nicht mag und so weiter. Und meine Frage wäre direkt, wenn du die Person nicht magst, warum redest du dann dauerhaft über die? Verfolgst du die dauerhaft? Ja, dann muss die dir doch irgendwie gefallen, oder nicht, die Person? Und Kluter hat letztens ein Video über die Meinungsbürger-Szene hochgeladen und über Depressionen. Das Video ist nicht wirklich gegen Kluter, es richtet sich einfach nur allgemein an das Problem mit Meinungsbloggern. Und danach gibt's noch ein lustiges kleines Extra, vor allem bei Kluter, weil ich denke, Kluter sollte mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, weil der Typ auch wieder öfters Videos gegen andere Leute gemacht hat und ich glaube, der sollte auch mal wieder was abbekommen, so quasi von Kritik. Somit starten wir einfach mit dem Depressionsvideo. Ja, was ist denn eine Depression? Also was mag der denn nicht so an? Also vorab möchte ich noch ein was sagen zu diesem Depressionsvideo. Wir in der Meinungsbürgergruppe wurde dieses Video reingeschickt, beziehungsweise ein Bild davon geschickt und es wurde sich drüber beschwert, was das für ein unfassbar dämliches Video ist. Ich habe es mir nicht reingezogen, ne, aber an sich hätte ich sogar gar kein Problem, das Video einfach mal anzugucken. Ja. Weil ich finde generell, es ist schwierig, über Depressionen zu reden, wenn man vielleicht selber keine Depression hat. Und ja, ich persönlich könnte nicht über Depressionen sprechen. Ja, weil ich habe keine Depressionen, ich weiß nicht, wie es ist. Und wenn er jetzt sagt, dass Depressionen halt dumm sind und bla bla bla, dann ist es ziemlich lost. Super oder nicht, ne? Ist jetzt die Frage. Ach Leute, heute gibt's mal wieder was in die Richtung Real Talk. Da ich in letzter Zeit oft mit dem Thema Depression konfrontiert wurde, sei es hier. Im Laufe eines Jahres sind 8,2% der deutschen Bevölkerung daran erkrankt. Also allgemein ist ja eigentlich so das Video eigentlich eine gute Message, muss man sagen. Es hat einfach eine gute Message, am Anfang zumindest. Ja, gegen Ende wird es dann eher ein bisschen lustiger.
So, Depression, denkt man sich jetzt so, okay, der sagt jetzt seine Meinung zur Depression, beziehungsweise sagt er jetzt objektiv, was Depressionen sind. Er sagt halt jetzt so in den ersten Teil, ja, das ist Depression und so weiter, so ist der Status in Deutschland und so weiter und so fort. Ne? So. Mein Problem an dem ganzen Video ist, das sieht man aber dann noch nachher, ist ja das, dass dieses Video, ich glaube nicht, dass das seine Intention war, aber es trägt schon mehr dazu bei, dass dieses Video einen faden Beigeschmack hat. Und das ist einfach dieses Schießen gegen Leuten in einem Video, was eigentlich eine gute Message weitergeben kann. Ja? So, Leute, geht zu einem Psychologen, sucht euch professionelle Hilfe und sonst irgendwas, ja, dass solche Sachen weitergegeben werden. Für was wird das Video genutzt? Bad Vibes. Completely bad Vibes, ja. Depressionen tun. Natürlich sollte man sowas zum Arzt, aber wie eben schon gesagt, ist es alles nicht so einfach. Find's lustig, dass er sagt, geht damit zum Arzt. Okay, Bro. Soll ich denn hingehen zu welchem Arzt? Ist hier irgendwas verlinkt in der Richtung? Hallo, wo kann ich denn hingehen? Ach, gar nichts. Ach, moin! Zu dem Grund, wieso ich dieses... Okay, es ist eine loste Aussage auch von Badinger. Ach so, ja, deswegen sollen wir jetzt irgendeinen Arzt verlinken. Ich meine, als ob die Leute nicht fähig sind, einfach einen Arzt aufzusuchen. Okay, weiter. Wie die überhaupt mache. Und zwar sind mir in der letzten Zeit immer wieder Leute im Internet aufgefallen, die Depressionen zu ihrem Gunsten nutzen. Das heißt, um sich in die Opferrolle zu stellen, Aufmerksamkeit zu bekommen oder um sich vor Kritik zu schützen. Ich werde hier keine Namen nennen, denkt euch einfach euren Teil. Also... gut gestoppt an der Stelle. Richtung Ende fängt schon an zu stocken, was das angeht, so irgendwie mit dieser positiven Message, ja, jetzt kommen nur noch Bad Vibes. Das Ding ist aber, dass dieses Video quasi dafür, diese Message, das Thema, dafür missbraucht wird, Leute zu bashen. Also es kommt mir wirklich so rüber. Falls es nicht so gedacht ist, I'm sorry, aber dann überleg das nächste Mal, wie du Sachen rüberbringst, ja, um Leute zu fronten oder sonst irgendwas, ja. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, ne. Ich finde das einfach nur absolut ekelhaft. Nur weil man nicht mit Kritik umgehen kann, benutzt man sowas, um sich davor zu schützen. Und genau solche Menschen sind schuld daran, dass diese Krankheit so unterschätzt wird. Es im Internet ja dann jeder Zweite hat. Behauptet am besten gar nicht, dass ihr depressiv seid, wenn ihr es nicht vom Arzt diagnostiziert bekommen habt. Ein kleiner Mental Breakdown ist zum Beispiel noch lange keine Depression. Genauso wie wenn ihr euch 3 bis 4 Tage schlecht fühlt. Ich frage mich bei solchen Menschen einfach nur, ob es ihnen absolut egal ist, wie unmoralisch sie sind. Sei es eine Sexualität, eine Krankheit... Es ist tatsächlich nicht gut, wirklich so zu pauschalisieren, wie es Kluter macht. Vor allem, wenn es um schwierige Themen wie Depressionen geht, da sollte man sich wirklich mal hinsetzen und nicht nur ein 4-Minuten-Video rauskacken, was das Thema Depression angeht, wie man Depressionen bekommt. Das ist unterschiedlich vom Mensch her. Ich frage mich bei solchen Menschen einfach nur, ob es ihnen absolut egal ist, wie unmoralisch sie sind. Sei es eine Sexualität, eine Krankheit wie Depression oder stumm zu sein, auszunutzen. Genau deswegen kann man im Internet bei so einem Thema niemandem etwas glauben und muss... Ich finde es übrigens lustig, dass er das Thema mit Stummsein und Sexualitäten und so weiter mit reinnimmt, weil ich glaube, da gab es mal in der Vergangenheit ein Beef mit einer gewissen Luciana, worüber ein Video gemacht wurde von dem gewissen Herrn Kluter. Es ist lustig, dass das Thema Sexualität und Stummsein reingenommen wurde in ein Depressionsvideo. Wisst ihr, auf was mich das bringt eigentlich? Gegen wen da wieder geshootet wird? Nämlich gegen einen Beef, der mittlerweile schon, was weiß ich wie lange, ja, so... 2 Monate, 3 Monate läuft, 4 Monate locker wahrscheinlich. Ah, okay. Also es ist jetzt wieder eine andere Geschichte, jetzt mit dem Beef und so. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen was, weiß ich auch schon von Dude mit Maske, der hat ja auch auf das Video reagiert, ich war in seinem Livestream drin, wir haben kurz drüber geredet. Da geht es auch nochmal darum, dass diese kleine Meinungsblogger-Bubble, die sich Meinungsblogger nennen und dann diese ganzen Kackvideos machen, dass die diese Szene schlecht machen und ein Dude mit Maske möchte halt nicht mehr dazugehören zu dieser Meinungsblocker-Szene, einfach weil er dann somit zu den schlechten oder zu den qualitativ schlechten Leuten gehört. Und das will er halt nicht und dementsprechend ist er raus aus der Meinungsblocker-Szene. Die Frage ist jetzt, sollten wir uns jetzt entfernen aus der Meinungsblocker-Szene? Also sollten wir uns jetzt da so unterkriegen lassen und sagen, ja, wir gehören zu der Meinungsblocker-Gruppe, wie die klein sind? Oder sollten wir uns lieber nicht herausheben und sagen, ja, pass mal auf, wir sind die Meinungsblogger, die jetzt, sage ich mal, Qualität bringen und das, was da mal unten ist und teilweise Kackvideos machen, ne, und sich gegenseitig battlen und beefen, das sind einfach nur irgendwelche losten YouTuber, die halt eher weniger zur Meinungsblogger-Gruppe gehören. Das kann sich ja eh jeder nennen, wie er mag. Ich bin immer noch Meinungsblogger, ja. Ich bin Meinungsblogger, ich habe damit auch kein Problem, Meinungsblogger genannt zu werden. Ja, irgendwann werde ich wieder sagen, dass ich es kacke finde, Meinungsblogger genannt zu werden. Grüße gehen raus an meine Doppelmoral. Aber
Ich bin Meinungsblogger, weil ich halt meine Meinung in jedem Video sage. So, ich sage wirklich in jedem Video meine Meinung. Ich habe, glaube ich, jedes Mal, jetzt egal wo, in welchem Video, haue ich meine Meinung raus. Dementsprechend nenne ich mich auch Meinungsblogger. Ich meine, es ist genauso wie du reagierst auf Videos und nennst dich dann aber nicht Reaction-YouTuber, obwohl du halt offensichtlich ein Reaction-YouTuber bist. Ne? Das sind halt so Sachen. Ja, eigentlich juckt's ja nicht, ne? Wenn wir jetzt mal ehrlich sind.